Ja, Mochy ist natürlich enorm wichtig momentan für uns. Man braucht einen Spieler, der das Tor schießt, und wenn man vorkommen will, und das macht er momentan, und kann natürlich so weitergehen, und wir sind sehr froh, dass wir haben. Du bist gelernter Innenverteidiger, wie schwer ist das zu verteidigen? Ja, ich muss sagen, es ist natürlich eine Umstellung, aber ich denke, in den Spielen habe ich doch jetzt öfters gespielt, auch vorige Saison. Haben wir auch doch immer ganz gut gespielt, und ich denke, dass wir schon sehr viel auch dafür sinnvoll sind oder auch nicht so viel Verständnis dafür bekommen haben, aber wir haben sehr viele Ausfälle aus der Position und teilweise auch unerfahrene Spieler dann hinten, und das ist auch ein großer Grund, warum der Trainer mich dann hinten reingestellt hat, um die Mannschaft zusammenzuhalten und zu kommunizieren, und heute das gut funktioniert. Macht das Spaß auf der Position? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war immer Offensivspieler, beziehungsweise halt Offensiv-Mittelfeldspieler. Und ja, war für mich auch einmal eine neue Erfahrung, einmal auf der Position zu spielen und sich zu beweisen, ob man das auch kann. Und ich denke, dass ich das doch ganz gut ausführe. Das gefühlt irgendwie in den letzten zwei Partien mehr Kopfballduelle bestritten als in der ganzen letzten Saison, oder? Ja, es ist ein Unterschied natürlich, ob du die vorne hast oder hinten. Von hinten kannst du immer mit Anlauf kommen meistens, und hast schon einen Vorteil. Und meine Erfahrung vorne hilft mir natürlich, wenn ich natürlich dann weiß, wie sich vielleicht da vorne der ein oder andere Offensivspieler verhält. Oder auch, wenn ich dann nochmal rausstechen muss, da hilft mir die Erfahrung auf die offensiven Positionen schon. Und ja, aber es war jetzt einmal ein Spiel, jetzt haben wir gewonnen. Wir werden jetzt da jetzt nicht alles in den Himmel loben. Es gibt sehr viele Dinge, die wir verbessern müssen, aber es war einmal ein wichtiger Schritt, weil wir einfach jetzt den Anschluss mal geschafft haben. Und es kommen alles Gegner, die in Reichweite sind. Bis auf Salzburg, ich glaube, kann jeder jeden schlagen in der Liga. Und an das müssen wir glauben. Und du sprichst es an, du setzt jetzt einen Punkt vom oberen Playoff nur weg. Es tut wahrscheinlich schon gut, da den Kontakt zu halten, oder? Ja, klar, weil ja, wir wussten, dass es ein sehr wichtiges Spiel sein kann, auch mit Ergebnissen. Also wir natürlich da vorhin erfahren, weil unser Spiel ja das letzte war. Und ja, die letzten Wochen waren natürlich nicht so leicht, weil wir zu Recht auch sehr viel einstecken müssen. Aber Sie können sich vorstellen, dass das dann nicht spurlos an uns vorbeigeht. Und ja, mit so Siege ist natürlich das Leben auch ein bisschen schöner. Viel einstecken müssen wir doch Flo Klein zuletzt, dann liefert er so einen Assist in der 82. Ja, es freut mich natürlich sehr viel, wie Sie erwähnt haben, auch sehr, sehr viel einstecken müssen. Und ja, ist natürlich, wenn wir als Mannschaft kritisiert werden und wenn wir für unsere Leistung kritisiert werden, ist das natürlich in Ordnung. Wenn Einzelne dann herausgepickt werden, ist es dann schwierig. Und ja, aber heute sind wir einfach froh, dass wir gute Leistung gebracht haben, und auch speziell für den Flo, dass er auch sehr, sehr gut gespielt haben und ist auch balsam auf der Seele. Auf eine ruhige Länderspielpause. Ja, danke. Gut, ciao.